Oh, die Map mag ich. Ja, momentan gibt es, glaube ich, zwei oder drei Maps erst, ne? Drei. Drei, aber das ist natürlich alles noch in der Entwicklung. Ah, ich finde die. Den Hinten. Ja, schön. Oh mein Gott. Ha, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ein bisschen zu viel. Na, ist egal, wird schon passen. Ich habe gerade das Gefühl, ich war gerade in der Küche, habe total vergessen, Stäbchen mitzunehmen. Na. No. Stäbchen. 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 Arriba. Für meine Flips, damit dieses komische, klebrige, orange Zeug nicht nachher klebt. Das komische, klebrige, orange Zeug? Ohrenschmalz? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Erdnussflips esst. Ess ich nicht. Ich auch nicht. Dann kennt ihr das nicht. Ja. Übrigens... Dann ist das ein Problem, das euch gar nicht betrifft. Zwei Assassinen da drüben. Ein Problem weniger. Was? Wir haben zwei Assassinen als Gegner. Taito und Wu. Easy. Ich bin Trolli drauf. I mean, what a one shot, one kill. So, also, was kann ich denn? Ich hab ein Schwert. Damit kannst du uns wahrscheinlich schlagen. Knallrotes Gummiboot. Ja. Oh Gott. Mit dem Gummiboot fahren wir hinaus. Ja, du, doch nix. Ich möchte Zerkaldor schon mal haben. Los geht's. Kann man schwimmen? Hä? Nee, das macht einen Schaden, ne? Das Schwimmen? Ja. Schwimmen? Nein. Hier ist ein Gegner halt. Oh rein. Gott, hier ist auch noch ein Gegner. Hinter mir. Ja, wo ist der? Ich kann mich über Wasser halten, zählt das? Ja, das ist auch eine Form von Schwimmen. Die haben Healer. Ja. Oh, wir auch. Oh. Der Wu macht ordentlich Schaden. Ich kann mich sogar fortbewegen. Ich bin auch schon mal ein paar Bahnen geschwommen, das war ein paar Jahre her. Ich habe mal Bahnen. Ich muss eigentlich auch mal wieder schwimmen gehen. Komm mal zu dir. Wir haben hier irgendwo ein Hallenbad und wir haben den Stück in der See. Wir haben ich bin nicht so gern im See. Ich bin mal reingeschwommen. Das ist kein See, das ist ein Fluss. Oh Gott, da war ich tot. Das ist mir bewusst. Oh mein Gott. Nicht ganz. Ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Immer noch. Moment, immer, aber nicht so. Immer noch besser als Upgrades Photoshop. Was? 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 Geht die wirklich nicht Upgrades Photoshop? Nein! Ich gucke so einen Scheiß nicht. Sorry, aber... Ich gucke so einen Scheiß auch nicht, aber ich gucke YouTuber, die so einen Scheiß... Auch das nicht. Alles, was mit so einem Scheiß zu tun hat, gucke ich nicht. Satirisch verarscht. Können wir mal bitte den Healer rausrufen? Das glaube ich nicht so leicht. Also, auf YouTube gucke ich, abgesehen von der Pferd-Kategorie hier, den deutschen Healer, über den ich überhaupt erst hierher gekommen bin. Und gelegentlich... Ich gucke ein viel zu viele englische YouTuber. Oh Gott, YouTuber. Lauf, spring, hüpf! Kanäle, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Oh Gott! 2 Leben 50. 3 Leben 50. 11 Leben. Tot! Oh, ich habe überlebt. Ich nicht. Ich wurde von einer Luftschlag getötet. Von einer Luftschlag. Von einer Luftschlange. Genau, von einer Luftschlange. Stell dir gerade vor. Leider bläst du eine Luftschlange und bringt damit wen um. Tod durch Luftschlange. Na, ich hab ihn. Was? Kann sich der wieder porten? Viele können sich da porten. Okay, jetzt ist wieder weg. Bei mir ist eine Becke da hinten. Aha. Frag mal ein Arschloch, was dir wegoptiert. So, die ist weg. Au! Ist tot. Wieder mal. Deshalb würdest du schon mal schneller mit dem Schwert schlagen, würden die auch schneller schlagen.
Ja, das stimmt, ne? Ich glaube, das ist bei vielen Sachen so. Würde man einfach häufiger, dann ist das auch... Oh, können wir mal bitte... Weißt du, wenn die schon tot werden, hätten sie gewonnen. Ja, weil tote Gegner werden. Mann, Hila, raus. Ich bin nicht weg. Wer früher stirbt, schneller tot. Oh. Aber immer noch viel besser. Viel besser als das französische Meisterwerk Dream One. Ich würde jedem empfehlen, einmal den Film Dream One anzuschauen. Warum? Aus Frankreich. Der ist einfach so schlecht. Unglaublich. Er ist ein Traum. Er ist ein Traum. Er ist so unglaublich. Also er ist einfach so schlecht, dass es schon wieder gut ist, weil man die ganze Zeit nur am Lachen ist. Also so wie Sharknado. Okay. Shit. Sharknado 1. Ja. Das Problem ist, dass wir schon wieder zu viel Budget hatten im dritten, erst recht in der vierten. Das Beste, unser Lateinlehrer, ne? So ein klassischer Lateinlehrer hat uns von Sharknado erzählt. Und das auch mit Latein. Ja. Der hat auch mal eine Doppelstunde mit uns über Recycling gesprochen. Aber im dritten Teil war immer ein Kalkofe in der Gastrolle. Das stimmt. Ja, wunderbar. Das war cool. Lol, er steht 100. Ja. Unser Lateinlehrer hat uns immer so philosophische Probleme. Au. Von wegen, er hat einen Stuhl hingestellt und gesagt, dieser Stuhl ist gar nicht da. Scheiße! Okay. Aha. Nein, ich war noch auf. Nein, dieser Lateinlehrer, der war nicht richtig cool. Problem war, dass ich damals noch in so einer Phase war, wo ich gedacht habe, jo, lernen für Schule ist unnötig. So sah noch meine Note aus. Ich feiere unseren Lateinlehrer auch. Den Lateinlehrer, den wir danach hatten, der ging so weit. Sehe ich das gerade richtig, dass er eigentlich schon so gut wie seinen ersten Lebenspunkt verloren hat? Und danach habe ich dann tatsächlich irgendwann angefangen, zum Kabel zu lernen, was meine Lateinlehrer noch von 4 auf 3 hoch gekriegt hat. Das hier. Ich habe keine Grammatik gekonnt, weil ich einfach im ersten Lateinjahr null gelernt habe. Toll! Warum machen wir das? Wo ist er? Ach, Gaddafi. Was denn? Weg? Ja. Ach, Gaddafi. Was? Au! Oh, da vorne ist Spaß. Oh, da vorne ist ordentlich Spaß. Ich würde einfach mal jeden anderen hier. Ich will nicht alleine rumlaufen. Ach, mal, da kommt Teig. Da kommen die beiden Nahkämpfer. Hey. Scheiße. Jetzt noch ein Leben. Jetzt stirb. Die beiden Nahkämpfer, die hauen halt ordentlich rein. Die töten hier ordentlich, glaube ich. Ja. Ich lebe wieder. Gott, was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ja, lassen wir mal. Alter, dieser Wu. Der Wu ist gut, ne? Ja. Deswegen ist er auch so gut. Wuhu! Auf den Hula. Was? Was hat mich da jetzt getötet? Krass! Die haben einfach mal zu 3 Ults darauf geworfen, glaube ich.
konnte gerade durch die Wand schießen. Muss das mal machen. Ja. Au, au, au. Alter. Oh, Kacke, da möchte ich gar nicht hin. Nö, da möchte ich doch nicht hin. Wo ist doch irgendwo was? Oh mein Gott! Ich war so gut wie tot! Okay, und dann war's da. Ja. Dann wurde das. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht rangehen, weil das ist ein Insta-Hit von denen. Deswegen. Frosch. Oh Gott! Echt, die sind echt gut zusammen. Die arbeiten doch echt gut zusammen, habe ich das Gefühl. Oh Gott, bin ich schlecht. Ich habe eine Effizienz von 2. Oh. Auf Tab. Ich habe ein Effizienz von 9,2. Oh, der Frosch ist weg, Alter. Die Heilung hatte ich fast weg, aber dann kam da plötzlich. Weil der Frosch kommt zum Titan. Ja, wir müssen. Der Frosch kommt zum Teil. Der Rest ist egal, weil es Hauptsache der Frosch. Ja, hallo, die machen den. Das ist so. Der. Gott, sind die mächtig! Hä, wieso?
Ja, die machen echt unglaublich viel Schaden. Die Beckett von denen hat eine Statistik von 35. Der Frosch ist der schlechteste von denen. Ja, von der. Hä, die Beckett tötet dich doch die ganze Zeit. Das ist null Chance. Du wirst einfach nur gefickt hier. Ulala. Ja, ist so. Du bist ja einfach nur auseinandergenommen. Die gehen durch uns wie durch Butter. Kreaturen sind denen scheißegal. Die machen die einfach weg. Das kann man so knicken. Alter Finne. Ja, das war mal dominiert, würde ich sagen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!